Moin. Moin. Da, ein Gäste da, Harry. Komm, 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 kommen da alle. Kommt alle. Alle kommen. Herzlich willkommen alle, vor alle. Kommt aus Fahrer, oder? Aus Fahrer, Harry, oder? Ja, stimmt. Cuxhaven, Bremen, Chernobyl. Moin! 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 So, und naja, ist immer so, aber wie gesagt, ja, no, ja klar. Du hast du Ingrid gelassen. Moin. Moin, moin. Also, er war fest. Und wir haben ihn dann hier zwei Gang rein. Und alles Mögliche. Ihr wisst ja, was man macht, wenn sowas fest ist. Okay. Ja. Und nach 20 Minuten, ich sag zu Max, wir hören auf. Anmaler. Und wir immer hin und her. Ne? Zweiter Gang so. Plötzlich dreht sich. Der restauriert worden und dann hat den jemand gekauft aus Reda Wiedenbrück da. Von dem hat der ist gestorben und die haben uns verkauft, das Ding dann. Der hat den auch 12, 13 Jahre gehabt. Der ist wie gesagt 70 bis 80 war abgemeldet worden und jetzt hat der den 82 angemeldet und den 10 Jahre gefahren. Habe ich die Mostre schon. Ja.
und tschüss. Harry, ach sorry, was ist los da hier heute? Ja. Ich muss noch ran, das muss ich nicht. Erzähl mal, was ist los heute, Harry. Allzeit gute Fahrt. Ja, mach's gut. Oh, Moment, muss fahren. Wir hatten heute den Oldtimer Club Farö Bremerhaven hier. Und die waren mit einem rund einem Dutzend schöner Oldtimer, schöne gepflegte, seltene Autos hier. Herrliche Autos. Ja, genau. Und auch begeistert, also selbst die Frauen, die konnten gar nicht genug kriegen davon. Ja, nee, ich muss jetzt mal den Holz haben.